Heute, beim Staffelfinale von Drawn Together, wird sich das Leben dieser 8 Hausbewohner für immer verändern. Wenn sich eine unerwartete Wendung vollzieht. Was ist denn hier los? Das Leben vor der Kamera fing langsam an, uns alle ziemlich mitzunehmen. Die kleinen Dinge, die Dinge, die uns normalerweise zum Lachen brachten, so wie der Asbest in den Wänden, waren mittlerweile nur noch nervig. Noch schlimmer war, dass wir anfingen, aufeinander loszugehen. Ah, willst du das etwa da auf dem Boden liegen lassen, du alte Schlampe? Heb es auf! Fick dich, du fette Schwabbelbacke! Heb es auf oder ich schick dich auf direkten Weg zur Hölle! Keine Bewegung tut! Wirf sofort die Waffe weg! Nein, du wirfst sie weg! Niemand zielt mit einer Waffe auf mein Mädchen. Niemand außer mir. Also gut, lasst uns verfickt nochmal anfangen. Ich hab überhaupt keine Angst, drauf zu gehen. Tja, Foxy Love konnte nicht zulassen, dass es zu Ausschreitungen kommt. Obwohl sie so einen neuen Großbildfernseher schon hätte gebrauchen können. Also habe ich mich entschieden, eine Mitbewohnerversammlung einzuberufen. Ich weiß, wir sind alle ein bisschen angespannt, weil wir die ganze Zeit vor diesen vielen Kameras rumtanzen. Ein bisschen angespannt? Ja, alles klar. Ich krieg ehrlich gesagt schon langsam Halluzinationen in diesem Goldfischglas hier. Ja, genau. Xander hat recht. Oder war irgendjemand von euch schon mal an einem mexikanischen Putt beteiligt, bevor er bei dieser Reality-Show eingestiegen ist? Ach, was für eine hübsche Umschreibung. Schon zweimal. Es kommt mir vor, als wären wir nur ein Haufen Affen, der vor der Kamera herumhüpft. Und was kriegen wir dafür? Gar nichts. Affen kriegen von ihren Pflegern wenigstens ab und zu eine übergebraten. Die mopsige Marshmallow-Tussi hat recht. Bei Big Brother kann man immerhin 500.000 Mäuse gewinnen. Das ist gar nichts. Bei Survivor kriegt man sogar 1 Million. Ganz genau. Und bei Bachelor gewinnt man wahre Liebe. Ich sage, wir zerschmettern die Kameras und jagen das ganze verdammte Haus in die Luft. Das scheint mir schon eher eine angemessene Belohnung zu sein. Jetzt komm wieder runter, Tut. Niemand wird hier irgendwas in die Luft jagen, klar? Ich wette, wenn wir ein Wörtchen mit dem Produzenten sprechen, kriegen wir das Ganze schon gebacken. Foxy hatte recht. Außerdem gab es da einiges, was ich diesen geldgeilen Produzenten sagen wollte. Verdammt! Ihr habt uns in diese völlig heruntergekommene Bruchbude gesteckt. Aber es gibt nichts zu gewinnen. Also überlegt euch schnell was oder wir jagen dieses blöde Haus in die Luft und bringen euch alle um! Meine Fresse, kommt mir bloß nicht mit der Auflegernummer! Hausbewohner, als Bestrafung dafür, dass ich mit dieser fetten, fettwanstigen Fettvettel sprechen musste, werdet ihr nun Zeuge einer unvorhergesehenen Wendung. Was ist denn hier los? Jetzt könnt ihr hier nicht mehr raus. Oh mein Gott, wir sind gefangen. Ich flipp hier noch total aus. Ach, ich wünschte, Captain Future wäre hier. Er hat so wunderbare Methoden, mich zu beruhigen. Okay, das reicht jetzt aber. Lasst uns dieses gottverdammte Haus in 1000 Stücke reißen, Leute. Gut, Gewalt ist nicht die Lösung des Problems. Einige der größten Anführer der Geschichte, wie Mahatma Gandhi, Dr. Luther King und in geringerem Maße auch Rocky IV, haben mit vollkommen gewaltlosen Handlungen Unglaubliches erreicht. Und das können wir auch. Also wir sitzen hier vielleicht fest und bieten der Welt nur kostenlose Unterhaltungsshow. Aber wenn wir uns nicht prügeln oder saufen oder ficken oder blasen oder wichsen oder einen flotten Dreier schieben oder Leichenschändung betreiben, dann gibt es für die Produzenten nichts Lohnenswertes zu zeigen. Also ich würde sagen, solange für uns bei der ganzen Sache nichts rausspringt, veranstalten wir hier ein ganz altmodisches Sit-In. Diese albernen Schwarzen, die denken immer, sie könnten irgendwas erreichen, indem sie einfach nur untätig rumsitzen. Mir nach, Leute! Kampf den Mächtigen! Los geht's! Los, 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 los! Ich denke, wir sollten tun, was der heiße Feger sagt. Ja, ich sollte früher anfangen zu sprechen. Da habt ihr's, ihr Produzenten. Wir haben euer kleines Spielchen durchschaut. Mama hat keine Dumpfbacke großgezogen und Papa hat mich gar nicht großgezogen. Wir bewegen unsere Hintern jedenfalls nicht vom Fleck, bis wir eine Belohnung kriegen. Ja! Ja!
mit dabei, wenn diese 8 Hausbewohner merken, dass die Wendung gerade erst begonnen hat. Wie bei einem Pfannkuchen, unter den die Hausfrau den Pfannwender schiebt, damit er nicht anbrennt, wenn der arbeitslose Ehemann vom Puff nach Hause kommt. Sie werden Zeuge einer weiteren überraschenden Wendung. Was ist denn hier los? Ist ja gut. Ihr habt gewonnen. Für Haare? Ich bin Bucky Bucks, exzentrischer Milliardär. Die Produzenten haben mich geschickt, um einen Wettstreit anzukündigen. Der Gewinner wird mir helfen, mein Milliarden-Dollar-Imperium zu verwalten. Wer ist Bucky Bucks? Milliarden-Dollar-Imperium? Parodie auf die Show, Big Boss. Was hältst denn du davon, Foxy? Tja, Leute, das ist meine richtig gute Gelegenheit. Da hat sich die Rumsitzerei doch gelohnt. Ich sage, wir sind dabei. Ich werde niemals von meinem schädlichen Plan abweichen, dieses Haus in die Luft zu jagen. Aber vorerst wollte ich mich so unschuldig und unauffällig verhalten wie nur möglich. Ich mache selbstverständlich bei eurem Business-Spiel mit. Lasst uns loslegen. Cash, 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 in die Cash. Cash, cash. Cash, 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 in die Cash. Cash, cash. Don't you wish you had a buttload? Cash. Die Männer sollten gegen die Frauen in einer Reihe von profitorientierten Wettkämpfen antreten. Nach jeder Aufgabe würde ein Mitglied des Verliererteams gefeuert werden. Der letzte Übrigbleibende würde den besten Job auf der Welt gewinnen. Wie uns L. Ron Hubbard, Mel Gibson und die Besitzer des unglaublich beliebten Islamaland-Vergnügungsparks gezeigt haben, ist Religion sehr rentabel. Deshalb besteht eure erste Aufgabe darin, Leute dazu zu überreden, Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser zu akzeptieren. Und los! Es war unsere erste Aufgabe und ich hatte mich freiwillig als Teamleaderin gemeldet, weil ich Jesus so sehr liebe. Also, ehrlich gesagt, mehr als einen Freund. Und ich wusste genau, wie ich die Leute dazu bringen würde, ihn auch zu lieben. Hadara! Ah, die Milliardäre ist die Hadara! Verdammt nochmal! Das war hammermäßig. Also was, jetzt gehen wir von Tür zu Tür und verteilen kostenlose Kopien? Kostenlos? Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Wir können sie für $10 das Stück verkaufen und ordentlich Geld scheffeln, während eine neue Welle von Antisemitismus über das Land fegt. Wartet, war das etwa nicht die Aufgabe? Wir waren in einem Krankenhaus. Und dank uns haben ein paar wirklich kranke Kinder gelernt, lieber auf Gott zu vertrauen und nicht auf diese albernen Pillen und Tropfen. Gute Arbeit. Und wie haben sich die Damen geschlagen? Nun, wir haben $617,4 Millionen verdient. Wow, die haben euch ganz schön den Arsch versohlt. Ja! Tja, Jungs, einer von euch wird jetzt gefeuert. Wollknäuel Sockenbart. Da du am unwahrscheinlichsten Ärger machen oder mit irgendjemandem Sex haben wirst, jemals, bist du... gefeuert. Also, der Business-Wettbewerb fing mit einer kleinen Demütigung an. Und das war sehr gut, denn nun hatte ich einen Komplizen für die Durchführung meines Plans. Ja, sie werden alle krepieren. Kann ich jetzt mein Kixi haben? In einem Unternehmen muss man immer die Kontrolle bewahren. Deshalb werdet ihr bei eurer nächsten Aufgabe die Verantwortung über eine Luftraumkontrollzentrale haben. Und los! Nein, das andere links! Das andere links! Was? Was soll das bitte heißen, ihr habt Probleme, hä? Wenn du ein Problem mit mir hast, dann komm runter und sag's mir ins Gesicht! Tja, Jungs, so wie es aussieht, habt ihr sowohl die Aufgabe als auch ein Mitglied eures Teams verloren. Xander, ich muss davon ausgehen, dass du an allem schuld bist. Was? Ich bin ein amtlich geprüfter Flugsicherheitslotse mit mehr als 10 Jahren Erfahrung. Also ich würde sagen, schwuler Flugsicherheitslotse mit weit mehr als 10 schwulen Jahren Erfahrung. Ha! Spanky hat da ein ziemlich gutes Argument. Xander, du bist... gefeuert. Meine Armee fing langsam an zu wachsen, wie der bedauernswerte Kopf eines Jungen mit einer Hirnanhangdrüsenfehlfunktion. Wie ihr alle wisst, ist es im Business manchmal äußerst wichtig, die Fähigkeit zu besitzen, unsichtbar zu sein. Mädels, dieser Erfolg ist garantiert schon in trockenen Tüchern. Deshalb werdet ihr als nächstes... Ladies, wo ist denn Clara? Wieso ist sie noch nicht hier?
Ich dulde keine Unpünktlichkeit. Falls jemand Clara sieht, sagt ihr, sie ist Gefahr. Ha, 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 das ist ein ganz großer. Zwei Handtücher. Gefeuert. Kein Unternehmen kann erfolgreich sein ohne die Hilfe von Mexikanern. Deshalb wird bei der nächsten Aufgabe das Team gewinnen, dem es gelingt, die meisten Mexikaner über die Grenze zu schmuggeln. Und vaya con Dios. Das war bisher definitiv die schwerste Aufgabe. Aber Foxy dachte nur an den Preis und hat sich einen brillanten Plan einfallen lassen. Komm schon, Toot. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Die Ladies haben euch schon wieder nass gemacht. Was ist mit euren Mexikanern passiert? Es war einzig und allein Captain Heroes Schuld. Ihr hättet die Löcher in den Deckel stechen sollen. Ach, leck mich doch. Ich war derjenige, der sich komplett abgeschossen hat. Klappe halten. Ich habe mir das jetzt lang genug angesehen. Um es kurz zu machen, ihr beide seid gefeuert. Ha, 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 ha. Oh, ah, nicht bewegen. Wo soll's hin? Wo soll's hin? Da! Ah! Oh, gefeuert. Wow, ein flotter Dreier. Das war geil. Herzlichen Glückwunsch, Frau mit den schweren Knochen und Schokoleckerli fein fein. Ihr seid die letzten zwei. Soweit so gut. Wir waren fast vollzählig, jetzt fehlte nur noch Foxy. Dann würden wir uns gegen die Kameras erheben, das Haus in die Luft jagen und alle umbringen. In wenigen Sekunden wird sich das Leben für Foxy und Fatty ein weiteres Mal verändern, wenn wir das einleiten, womit niemand gerechnet hätte. Die bisher größte Wendung. Oder tun wir es nicht? Was ist denn hier los? Mädels, willkommen zur letzten Runde. Diejenige von euch, die den Wettbewerb gewinnt, wird mit mir kommen und mir helfen, mein Milliarden-Dollar-Imperium zu regieren. Viel Glück für euch beide. Glück ist für Untergewichtige. Verbindungen herzustellen und Respekt abzunötigen, haben in einem Unternehmen oberste Priorität. Deswegen ist eure letzte Aufgabe ein Gelee-Wrestling-Kampf. Oh! Oh Mann, Bill Cosby würde sich anscheißen, wenn er das hier sehen könnte. Also ich fand das mit dem Gelee-Wrestling-Kampf zwar nicht so wirklich prickelnd, aber die Produzenten hatten mir eine einmalige Gelegenheit geboten. Und genau wie die Kette, die irgendein Trottel auf Claras Kommode hatte liegen lassen, wollte ich sie ergreifen. Zeig dich! Schneid mich, Lingling! Schneid mich! Niemand wirft mich mit dem Gesicht voraus in die Geleepampe außer mir! Jetzt ist hier aber die Kacke am Dampfen. Na dann, herzlichen Glückwunsch, heiße schwarze Schnecke. Du bist die Gewinnerin. Ja, ja. Seufz. Ja. Oh, ich danke dir, Herr Gebieter. Jetzt bin ich eine schwarze Frau mit Job. Ich bin genau wie Oprah. Ich bin endlich wie Oprah. Nein, wartet doch bitte, das war nicht so geplant, wartet! Ja, ja, vielen Dank auch, Mammelchen. Leute, bitte, wir können das Haus doch immer noch in die Luft jagen, Leute! Was Foxy nicht weiß, ist, dass sich noch einmal alles total verändern wird. Schon wieder! Was ist denn hier los?
Und nun die letzte Wendung, die alles verändern wird. Für immer. Tja, Foxy, du musst wissen, ich habe dir etwas verheimlicht. Aber es wird Zeit, die Wahrheit zu erfahren. In Wirklichkeit bin ich kein Milliardär. Ehrlich gesagt, bin ich pleite. Was? Du bist ein Pleitegeier? Du meinst, du hast gar keinen Job für mich, oder wie? Nö, ist das nicht verrückt? Ha. Willst du dich noch blöder fühlen? Es gibt noch eine Überraschung. Ich bin in Wirklichkeit... der geldgeile Produzent. Aber ich hab dir doch vertraut, du mieser Penner. Was ist denn hier los? Wow, das hat Spaß gemacht. Bis später. Lass mich, fass mich nicht an. Ich kann's einfach nicht glauben. Fernsehen, ich hab dir doch vertraut. Und du hast mich wie einen Idioten aussehen lassen. Zum ersten und zum letzten Mal. Tut? Ich weiß, dass das noch niemals zuvor irgendjemand zu dir gesagt hat. Aber du hattest recht. Wir müssen jetzt zurückschlagen. Wir müssen dieses Haus in die Luft jagen und jeden Einzelnen umbringen. Und nicht nur wegen dem, was die Produzenten mir, nein, uns angetan haben, sondern auch wegen dem, was sie allen unseren Reality-TV-Brüdern und Schwestern angetan haben. Wir müssen Zora und Linda rächen, die herausfinden mussten, dass Joe Millionär in Wirklichkeit bettelarm und irgendwie zurückgeblieben war. Und Rob aus For Love or Money, der keine Ahnung hatte, dass Aaron $1 Million dafür bekam, ihm sein langweiliges, erbärmliches Herz zu brechen. Und Matt von der Joe Schmo-Show, der erleben musste, dass alle seine Freunde miserable Schauspieler waren. Und Melina und Larissa von Average Show, deren Bachelors sich als einen Haufen völlig bescheuerter Blödsäcke herausstellten. Außerdem hieß keiner von denen Joe. Und heute hat die letzte Wendung im Reality-TV stattgefunden. Ich schwöre euch, jetzt hat das alles ein Ende! Jagen wir dieses abgefuckte Haus in die Luft! Ja, das hier gleich wieder! Mir nach! Ja! Okay, Leute, wir müssen in diesen Helikopter! Was tut ihr denn da? Los, Captain Hero, halt ihn auf! Komm her, du bist gefeuert! Na los, Leute, lasst uns gehen, das ist unsere Chance! Tötet sie! Weiß irgendjemand von euch, wie man das Ding fliegt? Hank, schnell! Ich brauche die Pilotensoftware für einen T-1000 Firefox. Rutsch rüber, Prinzessin. Lasst sie bloß nicht entkommen. Steigt ein! Verschwinden wir von hier! Das hier ist für Allison und June und Jean und für den Troll von Big Brother 4. Sagt Hallo zu meinem kleinen Freund. Okay, Leute, schnallt euch an! Ja. Was zum Teufel hast du vor, Wollknäuel? Warum nickt ihr alle? Jetzt wird's ein bisschen holprig! Schon mal bei Real World gesehen. Festhalten, Leute! Wir kriegen Gesellschaft! Festhalten, Leute! Ihr kriegt Gesellschaft! Wir sind getroffen! Wir sind getroffen! Ja, das ist unser Ende! Ja, Freundchen, ich schätze, das heißt dann wohl Gay Over. Nicht schlecht! Oh ja, okay! Diese Schwulen! Als alles völlig außer Kontrolle geriet und wir dem Tod ins Auge blickten, dachte ich dran, was mit uns allen geschehen würde. Würden wir je zum Drawn Together House zurückkehren? Würde es eine vollkommen neue Besetzung geben? Würde dies die letzte Frage sein, die ich jemals stellen sollte?
Wann würde das Reunion-Special auf Sendung gehen? Die Hauptsache war, dass wir zusammen waren. Drawn together. Ach, verdammt nochmal!